Ah, so ein Fehler. Ich hätte eigentlich da hinten reinballern sollen. Wäre, glaube ich, besser gewesen, oder? Nö, okay, doch nicht. Ja, so schnell kann man 3 Kills einfahren. Ja, servus meine Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Source Battlefront. Nein, PVZ natürlich. Ich spiele heute den Landschaftsformer gewünscht vom Icy Liguan. Der hat gesagt, ich soll den mal spielen. Das tun wir dann auch mal prompt. Und ja, bin leider etwas erkältet. Entschuldigt es, dass ich dann etwas verkältet auch klinge. Wahrscheinlich. Ich tippe das jetzt einfach mal. So, ich werde mein Bestes mal wieder versuchen, um den Teleporter zu setzen, denn ich bin wahrscheinlich der einzige Ingenieur. Will mal tippen. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja. Wir sind nicht gerade sehr viele Leute. Die Lobby ist nicht gerade voll. Liegt daran, ich nehme etwas später heute auf. Ja, aber macht ja nichts. Ich denke mal, daran soll es nicht scheitern, dass es eine gute Runde wird, wenn etwas weniger Leute da sind. Dann haben wir überall erstmal Rang 1. Wir hier erstmal eine ganze Menge haben. So, die sollen den dann abknallen da oben. Wenn ich mal gerade in die Drohne gehe. Drohne, 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 Drohne. Ich guck mal, wo haben wir denn hier mal irgendwo jemanden? In diesen Punkten steht gar keiner. Na komm, machen wir da einfach mal einen Drohnenschlag hin. Vielleicht bringt's da was. Was kommt? Töte mich. Oder ich töte dich gleich. Warum machst du nichts? Warum macht der nichts? Ist der denn doof? Okay, selber schuld, bitte. Kein Problem. So, ich geh mal aus der Drohne raus. Keine Lust mehr. Ist mal zu blöd. Ja, jetzt mal in den Garten rein. Na, wir haben jemand seinen Skill ausgepackt. Wir sehen. Dann Zombos hier hinsetzen. Immer auch das Kopf wegmachen und dann leider das Kopf reinlaufen. Ja, ich bin Profi. Vollprofi und so. Ja, sehr gut. Passt doch. Okay, wir haben den unnötigsten Teleporter aller Zeiten. Was ist mit dir da los? Problem oder was? Wo ist der hin? Vielleicht doch Problem oder was? Ich glaube, es geht los hier. So, Teleporter aufbauen. Zwar der unnötigste Teleporter aller Zeiten, aber ich bin der einzige Ingenieur hier. Daher werde ich meinen Job machen. So, alles klar. Los geht's. Passt. So. Schön alle die ganzen Zombots hier setzen. Wenn es geht. Dann halt so für mich. So, gucken wir mal. Wieso? Achso, mein Hals von mir hat mich. Okay, alles klar. Ich dachte schon gerade, wo kommt denn jetzt die Heilung mit her? Habe ich doch gerade vor 2 Sekunden mir einen Halszombie geholt. Sehr intelligent und so. Ah, Mann. Ach, du miese Hure, ey. Ah, scheiße. Hast du ja diese Leute, die diese scheiß Grinsen reintun, ne? Krieg ich ja voll die Krise. Krieg ich ja voll zu Phil und so. So, zack, hier wieder durch. Sehr gut. So muss das. Hat mal wieder seinen Skill ausgepackt heute. Mir ist egal, ich nutze das jetzt hier aus, hier hinter zu stehen. Wir sehen. Ist gut. Das ist mit deiner Oma von mir. Alter, jetzt krieg ich's aber hier gerade ab, du, ey. Leck mich am Arsch. Schade. Da wurde ich eingeschleimt und bin allein leider verreckt. Aber hey, was soll's? Hauptsache meine Leute machen jetzt noch was gerade draus. Noch keinen einzigen All-Star und keinen einzigen Ingenieur, wollte ich gerade sagen.
Wissenschaftler. Ich verwechsel immer wieder Wissenschaftler mit Ingenieuren, ne? Weil irgendwie, Wissenschaftler ist mit mir gleichzeitig mit einem Ingenieur, weil die sind alle intelligent irgendwie. Die haben alle was in der Birne. Siehe, The Big Bang Theory. Die haben alle was in der Birne. Wow. Wiedersehen. Ist gut. Boah, Junge, nice. Hat er direkt zwei abgekriegt. Mega geil. Hat er direkt zwei abgekriegt, ey. Wer war das denn bitte? Wiedersehen. Mein Kill. Da bestehe ich aber drauf. Da kommen die letzte Trigger aller Zeiten. Ja, jede Menge Mine. Oh, das war easy, ey. Kannst du leicht weghauen hier. Das läuft wieder alles über den aus, weißt du? Gifterbsen und so. Ey, was will ich von ihm erwarten? Ha, Mann! Ha, flipp ich aus, Mann. Guck dir extra da durch, ey. So eine Scheiße. Siehst übrigens auch scheiße aus, Alter. Mein Gott, was ist das für ein Design, ey? Manche Leute habe ich also wirklich, also was die für ein Design haben, war echt Arsch auf einmal, übertrifft es sogar noch fast. Ohne Scheiß. So, dürfte ich jetzt mal Teleporter setzen? Das wäre verdammt nett von euch. Na, also, so, der steht schon mal. Kurz ein bisschen Verteidigung setzen hier in Form von Zombots. Dann haben wir hier mal Stufe 2. Hab ich gerade eben noch einen anderen Ingenieur gesehen? Da ist er doch. Muss ich gerade sagen. Irgendwo war da noch einer. Ich habe mich eben zweites Megafon fliegen sehen. Das heißt, da musste noch irgendwo einer sein. So, alles klar. Kommt mich mal gerade hier so rein. Und hoffen, dass ich jetzt hier nicht getötet werde. Und eine Drohne an meinem Teleporter interessiert? Ne, scheinbar nicht, ne? Hätten wir Zombie mal wieder fliegen gelernt. Jetzt gibt es erstmal einen Drohnenanschlag vom Papa hier. Und tschüss. Leute, ganz fies. Um halt nur die Leute aus, die nichts gegen mich unternehmen können. Sieht aber sehr gut aus, soweit. Wir sind hier schon am Spawn campen, Junge. Wie assi ist das denn? Wie assi ist denn das? Zack. Alter, am Dingens gekillt, ey. Wie fies war das denn, ey? Am Garten direkt gekillt, ey. Das ist natürlich richtig fies, ey. Vor allen Dingen nach dem Spawn so. Das ist wahrscheinlich gerade gestorben. Da wieder respawned. Dann war ich den direkt in Zacker genommen, direkt wieder gekillt, ey. Das war echt ganz schön gemein von mir. Aber hey, so ist halt Garden Warfare, ne? Ich meine, das ist halt ein verdammter Krieg hier. Zwischen Pflanzen und Zombies. Das ist halt leider so. Im Krieg in der Liebe ist alles erlaubt. Heißt es. So, erstmal hier Zombots setzen. Mittlerweile bin ich auch der Verfechter. Erstmal Zombots setzen. Und dann hier den Teleporter aufbauen. Und ich habe nie verstanden, wieso man den Teleporter fast direkt in den Spawn von den Pflanzen setzt. Das habe ich so nie verstanden, so ganz. So, Schuss. Den umtreffe ich nicht. Muss man hier weiter aufbauen. Okay, der ist down. Sehr gut. Stufe 3 gehört noch mehr, bevor wir den Garten einnehmen. Sehr gut. Ja, warum bist du krank? Haben sich vielleicht noch der anderen eben gefragt, was ich es eben erzählt habe. Ich bin ein bisschen erkältet, so. Ich habe gestern zu viel draußen gemacht. In der frischen Luft. War zwischen dem Tor am Stehen und da war viel zu viel Zugluft. Daher bin ich da etwas cranklich geworden. Oder wie ein anderer YouTuber sagen würde, ein Mann ist nie krank, er ist nur verletzt. Daher bin ich verletzt ein bisschen. Leicht verletzt. Nicht eine sehr coole Umschreibung. Man ist verletzt. Ein richtiger Mann ist nie krank. Er ist höchstens verletzt. Okay. Der oben sieht mich gar nicht, umso besser. Das hat er mich aber gesehen. Nice one. Einem Schuss weggefegt. Einem Schuss über den Jordan gesendet hier.
Sehr gut. Mehr Sombats setzen. Gute Zombies einbringen ins Spiel. Damit wir auch direkt mal hier ein bisschen was an Dingens haben. Mord. Na, Leute, leider zwei Leute gekillt. Das ist natürlich jetzt hart ungeil. Und ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen gefällt mir ja wieder. Und das haben wir so wieder, ne? Der lange nicht gespielt, weil ich irgendwie kein Interesse an dem hatte. Aber ich muss gerade sagen, irgendwie ist der nicht so schlecht. Ich schätze dich mal wieder, mein Lieber. Ich bin mal kollegial hier. Bin mal nicht so, ne? Komm, Stufe 30 nach mir. Come on. Come on. Come on. Yes. Also, geht doch. So. Wir die Gifterbse. Die ist eh lame. Die soll mal jemand anders machen. Das muss nicht immer ich machen. Der ist down. Ich eier lieber wieder zum Teleporter. Ist viel wichtiger. Okay, die ist da hinten beschäftigt. Ich hab mich gar nicht, die hat sich gar nicht für mich interessiert. Die Kommandoerbse umso besser. Teleporter wird aufgebaut. Ist ein Fehler, muss ich sagen. Ist ein Fehler von den Pflanzen, dass sie nicht auf den Teleporter achten. Ist ein Riesenfehler, finde ich. Es war ein Fehler. Ein Riesenfehler. Kleiner Insider aus Scrubs, wer das kennt. Ist ja eine geile Sendung, Scrubs. Mega geile Serie. Habe ich zwar nicht ganz geschaut, aber ich habe mir die Folgen immer gerne auf ProSieben angeschaut, wenn die kamen. Habe ich mir immer sehr, sehr gerne angeschaut. Jetzt gucken sie hier hin, ne? Zweimal erwischt er den Kollegen. Oh mein Gott, der Putz hier. Ja, du Noob, Junge. Alter, scheiß Gifterbse. No Skiller hier, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich extra zu dem kill den und lauf wieder zurück. Auch geil, ne? Aber hey, ist halt so, ne? Habt ihr Pech gehabt. Wenn er Gifterbse spielt, seid ihr selber schuld. Wenn ich euch hasse. So, wir werden einen Drohnenflug wagen. Ich glaube, ich sterbe das Scheiße, ne? Kannst du ein Stück rüberschieben? So. Ja, so stehe ich. Ich stehe besser. Ich finde, ich stehe auf jeden Fall besser. Ah, es war ein Fehler. Ich hätte eigentlich da hinten reinballern sollen. Wäre, glaube ich, besser gewesen, oder? Nö. Okay, doch nicht. Ja, so schnell kann man drei Kills einfahren. Alter! Alter, habe ich gerade gut gezielt, ey. Der Bärenwerfer richtig gekillt. Alter Schwede. Ich den alle gemacht, den Kollegen. Sehr gut. Okay, Gifterbsen, Heini. Schade. Da hat mich die Tankaktie wieder gekillt. Aber nur mit der Drohne. Das ist ja auch mittlerweile... Das mache ich ja auch immer irgendwie, ne? Das ist ja mittlerweile... Ist das ja kein Geheimnis mehr in einen Haufen... Also in so einen Erdhaufen ein Ding reinzusetzen, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, so eine Mine reinzusetzen. Deshalb schieße ich da mittlerweile eigentlich immer schon mal vorher mal rein, weißt du? Aber meistens reicht es ja, wenn du da reinschießt, dass du dann das Ding deaktivierst. Also sprich, dass du die Mine zündest. Ich habe das Gefühl, dass dieser blöde Tankaktier da immer noch am Leben ist. Wir werden jetzt einfach mal links außen rumlaufen. Bin ja mal gespannt auf die Modis im zweiten Teil und ey, ich habe ausgerechnet, das ist gar nicht mehr so lange, ne? Das sind gerade mal irgendwie noch 6 Wochen oder so, dann kommt das schon raus. Das ist voll krass, ohne Scheiß. Und ich finde es echt schade, dass es keine Beta für Dingens gibt, für den PC gibt. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Weil das Ding muss ja auch auf den Rechnern laufen. Jetzt habe ich aber gerade meine Serie riskiert, ne? Ich habe eine 12er Serie gerade am Laufen. Die muss ja eigentlich nicht gerade zu Ende sein. Ich habe mich jetzt einfach mal auf gut Glück hier hinten in die Ecke und Absicht mal stellen, weil der Teleporter relativ schnell angegriffen werden kann. Ich jetzt einfach mal riskieren, weil da hinten mal zu stehen. Nochmal, ob wir hier was irgendwie gelandet kriegen. Mal einen Drohnenschlag hineiern, dahin machen. Gifterbse muss sterben. Ja, leider. Leider nicht. So, wenn ich es versuche, mal reinzulaufen, wa? Aber ich habe kein volles Leben. Ich müsste noch volles Leben haben, weil ich werde wahrscheinlich nur kurz verrecken. Hier ist immer noch ein Schäfer auf der Weide, ja? Immer aufpassen hier, mein Lebensschnapper.
Hallo, ich lauf durch. Hui! So leicht kann das gehen. Muahaha. Muahaha. Du Pfosten. Verpiss dich. Ist aber schön, dass ich dich hasse. Oh nein. Schaff ich's noch? Du, du schaffst sogar, glaube ich, noch. Komm, komm, komm. Da bin ich. Juhu. Nein, ich glaube, ich hänge. Fuck. Ah, ich war einfach am Hängen. Scheiße. Nö, schade. Naja, egal. Ich würde sagen, eine recht erfolgreiche Runde hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Für den heutigen Part. Gucken, wo stehen wir? Yes, so muss das. So muss das. Ja gut, 313, Freak halt, ne, sagt man halt. Na, ich, die Hälfte von denen denkt, ah, Freak, Alter, 313. Puh, hat zu viel Freizeit. Nein, habe ich nicht. Ich habe jetzt noch relativ wenig Freizeit. Egal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen gibt's... Was gibt's denn morgen? Ach, Giftschnapper gibt's morgen. Also, schaltet auch morgen wieder beim Giftschnapper ein. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen. Ciao.